Hallo meine lieben Freunde, heute wieder ein Gruß aus der Küche. Trotz Verletzung gibt es heute wieder was zum Grillen. Ne? Ja, muss ja nicht laufen und nicht körperlich arbeiten. Alles andere muss ruhen, aber grillen kann man immer. Und wir machen heute, wartet. Geschmorte Kalbssteak Hüfte. Aber zuerst zeige ich wieder, was wir alles so brauchen. Ja, dann fangen wir mal an mit der schönen Kalbssteakhüfte, ca. 1,5 Kilo. Dann haben wir hier Suppengrün, kennt ja jeder, wa? Sellerie, Möhren und hier ein bisschen Lauch. Dann haben wir hier eine Peperoni zum Anbraten nur. Dann haben wir zwei große Zwiebeln, richtig große Zwiebeln und zwei Knoblauchzehen. Zwei Esslöffel Tomatenmark, Spritzer Zitrone brauchen wir heute. Dann beste hier so 100 ml Sherry, trockener, heller. Abgewöhnten Rotwein, süßen, da brauchen wir ca. 1,5 Liter. Bei Bedarf auch mehr, ja, falls es zu trocken wird. Im Topf. Ja, eine kleine Mischung haben wir hier noch. Da habe ich einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Paprika und einen halben Teelöffel Zucker, weil wir ja ein bisschen davon dran machen, ja, ein bisschen Säure, brauchen wir auch ein bisschen was Süßes, logisch, weiß ja jeder von euch. Ja, dann haben wir noch, wie immer, Öl. Ein 9er Dutch. Und ja, hier, Salz brauchen wir auch noch, weil die Fleischstückchen salzen wir jetzt und braten die dann erstmal scharf an. Geht's mal los mit dem Öl. Dann unsere Peperoni. Und die putzen wir jetzt einfach hier ein bisschen an. Und da verliert ihre Schärfe und den Geschmack ans Öl. Da haben wir dann sozusagen Peperoniöl oder Chiliöl, nennt man auch so. Ja. Aber sehr schmackhaft. Ja, wenn es dann dunkel wird, ruhig rausnehmen. Ups, die schießt. Halleluja. Reicht vollkommen aus. Hier ist unser Fleisch. Das jetzt zu salzen, das macht man nur kurz vorher, sonst läuft das so aus, ja, das ganze Wasser raus. Also kurz vorher salzen und dann können wir es braten. Von beiden Seiten jetzt scharf anbraten. Oder von allen Seiten. Nach einer Weile schauen wir mal nach. Ja, das sieht ganz gut aus, ne? Jawohl. Jetzt können wir es auch ein bisschen pfeffern. Wenn wir nicht mal direkt mit dem heißen Boden berühren, kann ich verbrennen. Einwandfrei. Nochmal geschaut. Oh ja. Ganz schön raus. Ja. Vielleicht andersrum drehen. Da können wir nämlich die andere Seite gleich noch pfeffern. Ja, jetzt haben wir den schönen Bratensaft hier, das schöne Gegrillte, wa? Das ganze Aroma und jetzt kommen die Zwiebeln rein mit dem Knoblauch. Und das ganze Wurzelgemüse. Alles schön anrösten. Wenn das Gemüse ein bisschen Farbe gekriegt hat, dann nehmen wir unseren Tomatenmark und machen den auch dran. Und rösten den schön mit an. Ja. Wenn ihr Tomatenmark anröstet, dann verfliegt dieser säuerliche Charakter, ja, vom Tomatenmark. Ja. Und jetzt
ablöschen mit Sherry. Oh, ein süßer Duft. Wunderbar. Oh, es riecht herrlich. Es riecht wirklich herrlich. Einwandfrei. Gibt noch ein bisschen Rotwein dran. Sag ich mal so ein Drittel Flasche. Vier Würze dran. Und den Schuss Zitrone, ja. Also wenn ihr keine habt, macht einfach so ein bisschen was dran. Alles schön rühren. Oh ja. Lassen wir jetzt einmal verkochen. Den Rotwein, da haben wir nur das Aroma und danach wird aufgefüllt und Fleisch kommt dran. Es wird schon weniger, ja, seht, noch nicht mehr viel los. Da kippen wir jetzt noch ein bisschen dran von dem guten Rotwein. Ja, ja, ihr seht, irgendwie ein halber Liter ist jetzt dran. Dann setzen wir das Fleisch rein. Ja, jawohl, ja. Natürlich hier das gute Zeug nicht vergessen. Alles dran. Verteilen noch die Pilze ringsrum. Ja. Wir brauchen noch den restlichen Rotwein, ihr seht. Ist ein bisschen wenig Flüssigkeit drin. Wo ich hier übers Fleisch geben. Dann kommt der Deckel drauf. Und jetzt darf das Fleisch mit dem Gemüse ca. 2,5 Stunden vor sich hinschmoren. Immer nur ein kleines Feuer machen drunter. Ja, ist ja mit Holz. Und ich gucke mal ab und zu rein. Es darf ja immer ein bisschen Flüssigkeit sein. Ne? Und Rotwein ist gleich alle. Nehme ich einfach nur Wasser. Ihr könnt auch Brühe nehmen, Rinderfond oder sowas, ja, oder Kalbsfond. Ich nehme einfach nur Wasser und es wird schon reichen, ne? Es wird schon schmecken. Und kurz bevor es fertig ist, gibt es noch Kartoffeln und Blumenkohl und dann machen wir so schön Teller und lassen das schmecken, ja. Aber bis dahin müssen wir halt warten. 2,5 Stunden. Bis gleich. Hälfte der Zeit ist um. Ah, Junge, Junge, Junge. Das muss noch. 2,5 Stunden sind um und ja, ein Träumchen, schaut euch an. Oh. Wir nehmen mal das Fleisch. Oh ja. Seht euch den Sud an, ja. Traum. Lecker Schmecker. Wieder mal haben wir es geschafft, ja. Wieder mal haben wir ein leckeres Gericht gezaubert. Die Sonne scheint schön von der Seite, ihr seht's. Aber es macht nichts. Ich muss jetzt kosten. Und das Fleisch schön mit der Soße, ja. Das ist natürlich ein Träumchen, ja. Hat eine kleine Note von der Zitrone.
Unschlagbar. Dazu Blumenkohl. Und ja, diese Gemüse, ja. Das Gemüse hat jetzt alles aufgenommen. Ganz nach oben. Fazit ist, also das Fleisch ist dafür richtig gut geeignet, ja. Könnt ihr auch davon ein paar Steaks machen. Dieses Kalbszeugs da, ne, was ich gemacht habe. Richtig, richtig geiles Fleisch. Ich habe es 2,5 Stunden garen lassen und einmal frei. Da kannst du auch deine Burger damit belegen, was so zu ruppen. Bullet Beef sozusagen. Bullet Kalb. Nee, wunderbar. Wenn ihr sowas mal zu kaufen kriegt, holt es euch. Es schmeckt wirklich super. Es ist super zart und schnell zuzubereiten. Ja, ohne viel Aufwand, habt ihr ja wieder gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und ein Kommentar wäre auch nicht schlecht, ja. Das war's für dieses Mal. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Euer Micha.